Aesop, die Schildkröte und der Hase. Die Schildkröte und der Hase führten einen Wettstreit, wer der Schnellere sei. Sie bestimmten sich ein Ziel und brachen von ihrem Ausgangspunkt auf. Der Hase, der auf seine natürliche Schnelligkeit vertraute, bekümmerte sich nicht um den Lauf, sondern legte sich am Wegrande schlafen. Die Schildkröte dagegen, die sich ihrer Langsamkeit wohl bewusst war, gönnte sich keine Pause und überholte so den schlafenden Hasen. Ja, kam in den Besitz des Siegespreises. Die Fabel zeigt, dass oftmals Anstrengung eine mangelhafte Anlage auszugleichen vermag.